Hi, Hüchen, und herzlich willkommen zurück zu Massa Fakta. Okay, der hier haut dich um. Wie kannst du jetzt Witze erzählen? Also, ein Wasserstoffatom sagt zum anderen, ich habe mein Elektron verloren. Den kenne ich. Da sagt das andere Wasserstoffatom, Mann, bist du dir ganz sicher? Positiv! Halt einfach die Klappe. Himmel. Meine Albträume sahen früher genauso aus. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn sie nicht lachen, müssen sie... ja. Man muss einfach. So, naja, dann müssen wir ja mal... was haben wir hier? Nehmen wir alles mit. Sie gehören nicht zur Crew. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Ich will da aber rein. Autorisierung benötigt. Ja, jetzt müssen wir erstmal Autorisierung holen. Jo, Alter, ey. Wir hatten uns doch gleich geben können, jo. Brauchen Sie etwas? Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Wir gehören nicht zu Ihren Abwehrplänen. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Ja, aber Sie haben auch extra Waffen. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben sie da drinnen. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Oh, ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Jetzt kommen wir wieder da drunter. Shepard kann schon nach 2 Metern nicht mehr. Ich meine, ich bin schon außer Form. Das ging nämlich auch noch. Was wollen Sie hier? Ich habe Ventralis Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Ihre Mission endet hier, Shepard. Mir war sie von Anfang an suspekt. Sie sind Benesias Schläfer. Mir wurde befohlen, sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind sie, gefangen in diesem Labor. Feuer frei!
Das geht in die Hose mit Mausi. Ach, Schnucki. Ich soll sie eliminieren, wenn sie die Gelegenheit dazu bietet, ja. Blöd nur, dass du in die ins Gras beißt. Wir haben vier Chemikalien isoliert, die miteinander kombiniert werden können, um dem Gift entgegenzuwirken. Wir müssen genau abgemessene Mengen gemischt werden. Bei der Zumischung der Chemikalien markiert das Gerät die minimale und maximale Menge, mit der es gelingt, zu wenig oder zu viel ruiniert das Ergebnis. Ja. Was haben wir hier? Oh, das nehmen wir alles mit. Das ist cool, ey. Es gibt wieder Kohle. Vor allem, wo wir angefangen haben, hatten wir nicht wenig. Jetzt haben wir schon über 3 Millionen. So, wir haben das Heilmittel. Sie hat die Wache getötet, Shepard. Nur weil sie ihr im Weg stand. Sie kommen da raus. Sie meinen die anorganischen Wesen, die die Asari bei sich hatte? Benicia brachte sie mit. Ich gehe dann jetzt. Ja. Erstmal gehen wir das Heilmittel abgeben, damit die auch wieder zu Kräften kommen, die Jungs und Mädels da oben, ne? Ich war. Auf. Was gucken Sie denn so blöd? Oder soll ich das hier mal benutzen? Kannst ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass es dir besser gehen wird wie der Asari und den Geld. Ist das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Valestia? Kaum zu glauben. Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren der Spectre? Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Das voll Dreckemo. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein, nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Oh Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet, wussten Sie das? Könnten Sie vielleicht ein paar Medikits erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwiegen. Die haben Sie aber nicht von mir. Ventralis wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Hey Ding, Digga. Wir sind doch alle freundlich. 24, Alter. Geil. Ausrüstung. Squad. Alter, pass voll, Baby. Das ist blöd, dass wir hier ein bisschen was haben. So. Hier dürfen wir jetzt rein, ne? Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Ich will da jetzt nicht einfach rein, dass die hier anfangen auf mich abzugehen, weißt du? Wir müssen eh dann da drunter. Ich frag den vorher nochmal, ob wir dort mal schnell hineinschlüpfen können. Nicht, dass die hier gleich anfangen auf uns loszuballern.
Brauchen Sie etwas? Ich wurde von der Asari angegriffen, die da drin war. Sie hat ihre Wache getötet. Dr. Ialis? Aber sie schien hier die Bodenständigste zu sein. Sie war Jägerin und der Matriarchin verpflichtet. Eine Gruppe Geth war bei ihr. Geth? Das wusste ich nicht. Bei meiner Ehre, ich dachte, sie wäre eine ganz normale Intelligenzbestie. So ein Miststück. So ein Miststück. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Hier unten gab es noch irgendwas, ne? Könntest du hier irgendwo noch rein? Ist der Notausgang, nur Notausgang, aha. Ach so, nur da. Warte mal. Hier kannst du noch weiter. Los Sicherheitslaboros. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Sie haben die Viecher rausgelassen? Ich befolge nur meine Befehle. Bin Hex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Innen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Gelteschlaf. Sie haben ein tausend Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja. Geil. Und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem ja. sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen und in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Sie von ihrer Mutter zu trennen hat nicht funktioniert. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Dann müssen wir doch nur die Königin hierher bringen. Nein, das wird leider nicht funktionieren. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung, tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Sobald die Reinigung scharf geschaltet ist, müssen wir uns unseren Fluchtweg freikämpfen. Geben Sie uns einen Moment, um zu atmen zu kommen und nachzuladen. Sicher, sicher. Ich warte hier. Ich bin gerade nicht sehr gut im Suchen. Mutter hat immer gesagt, mit mir würde es ein böses Ende nehmen.
Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Das ist ratsam für alle Systeme innerhalb dieser Einrichtung. Wir rücken weiter vor. Ich speichere mal kurz vorher, weil ich nicht weiß, ob das jetzt die ganze Station... Schmelze Sie ab, Commander. Ist das jetzt nicht, dass das jetzt die ganze Station zerwächst? Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Sic Semper Tyrann... Dieser Code war nicht richtig. Bitte melden Sie sich umgehend beim Sicherheitsdienst zwecks Arrest und Verhör. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. 6789 4. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Da ist ein Alien rausgeplatzt. Ich hoffe, wir haben jetzt den Code. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronen. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Okay. Naja, verpissen wir uns mal. Das macht bestimmt gleich Rungs. Ich hoffe, das sollte jetzt erstmal reichen. Okay. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Benesia. Feuer!
funktioniert meine Waffe nicht. Haben die jetzt alle umgelegt oder was? Ladies, Sturmgewehre ausrüsten. Ich glaube, die haben alle umgelegt. Hier geht's ja weiter. Ne, wollen wir ja nicht. Wir wollen erstmal unten gucken. Unten gab's ja auch noch was. Da war ja noch eine Tür, wo die rauskommen. Ich dachte, dort geht's weiter. Tja, haben die uns einfach angegriffen, hä? Lädt. Ich glaube, die haben die alle exekutiert. Vor allem wollten wir die ja retten? Hä? Das ist ja... Das ist ja ganz, ganz komisch. Okay, hier unten ist auch wieder jemand. Okay, das ist der Wartungsbereich. Alles klar, nehmen wir alles mit. Hä? Oder kommen wir hier zum Dings wieder?
Ein Moment. Geht gleich wieder los. Ich muss bloß mal gucken. Wo komme ich hier raus? Alles klar. Das ist so quasi ein Rundum-Ding. Erstmal speichern. What? So, die haben wir auch noch. Ausrüstung, alles nehmen. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Das ist ein bisschen kürzer, weil die letzte so lang war. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart und bis dahin. Tschüss.